Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Zurzach Care. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Pascal Hadorn hat einen Schlaganfall gehabt. Nach dem Ereignis ist sie auf die Unterstützung der Organisation Fragile Suisse angewiesen. Regelmäßig bekommt sie Besuch von einer Betreuerin, die ihr hilft, den Alltag zu planen. Es gibt Unterstützung bei wichtigen Terminen oder auch mal eine Begleitung im öffentlichen Verkehr, damit Pascal Hadorn den Weg findet. Was wenig wissen, ein Schlaganfall hat oft auch einen Zusammenhang mit einer nachfolgenden Demenz. Nach Alzheimer ist der zweithäufigste Grund für eine Demenz die sogenannte vaskuläre Demenz. Sie entsteht durch eine Durchblutungsstörung im Hirn und ist meist eine Folge von mehreren kleinen Schlaganfällen. Jessica Walter von der Organisation Fragile Suisse macht Hausbesuch bei der Pascal Hadorn. Sie hat eine seltene Form von einer Krankheit, die macht, dass sie immer wieder von Schlaganfällen betroffen ist. Und darum hat sie kognitive Einschränkungen. Aus diesem Grund gibt es Betreuung bei der Wochenplanung. Da probieren wir auch, eine Struktur aufzubauen für die Woche. Schauen, ob nicht Termine doppelt eingetragen sind, was oft passiert. Das tun wir dann korrigieren. Und bei der Frau Hadorn tun wir es jetzt im PC eintragen, respektive sie, und dann nochmal auf ein Blatt. Die Pascal Hadorn hat als Grafikerin gearbeitet. Die gängige Gestaltungssoftware wie Photoshop hat sie aus dem FF können, hat zum Beispiel solche Hefte designt. Aber heute geht das nicht mehr. Das Denken bleibt einfach stehen. Da habe ich Panik bekommen. Da konnte ich wirklich kaum mehr atmen. Da habe ich gedacht, was muss ich jetzt? Oder da habe ich etwas nicht gefunden. Da habe ich die Idee nicht gefunden, weil ich sie nicht habe in meinem Mäppchen parat gemacht habe. Und dann bin ich am Suchen. Da kommt man wirklich so in einen Stress hinein. Pascal Hadorn hat die Krankheit CADASIL. Das ist eine Abkürzung für zerebrale, autosomal dominante Arteriopathie. CADASIL ist die häufigste erbliche Schlaganfallerkrankung, die man kennt. Der Neurologe und Leiter vom Schlaganfallzentrum der Hirslandeklinik in Zürich hat Pascal Hadorn persönlich betreut und kennt sich aus mit CADASIL. CADASIL ist eine erbliche Schlaganfallerkrankung, eigentlich die häufigste erbliche Schlaganfallerkrankung, die wir kennen. Dieser etwas schwierige Begriff steht für einzelne Charakteristika dieser Erkrankung und ist eben eine erbliche Erkrankung, die mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit von einer Generation auf die andere übergeben werden kann. Im Rahmen der Erkrankung kommt es zu einer Schädigung der kleinen Gehirngefäße, der kleinen Gehirnarterien. Wir nennen das auch eine sogenannte Mikroangiopathie. Die sich wiederholenden Schädigungen im Hirn, da bei einem anderen Patienten, kann man in der Bildgebung in den weißen Bereich gut erkennen. Was viele nicht wissen, ein Schlaganfall ist oft der Anfang von einer Demenz. Die vaskuläre Demenz, das ist ein Überbegriff von verschiedenen Schlaganfallerkrankungen. Dazu gehören Durchblutungsstörungen, eben Mikroangiopathien, aber auch Hirnblutungen gehören quasi dazu. Und diese große Gruppe an Gefäßerkrankungen, die dann zur Gehirnschädigung führen können, nennen wir eben vaskuläre Demenz, wenn eine Demenz in dem Kontext auftritt. Und das ist nach der Alzheimer-Demenz die zweithäufigste Ursache. Ein Schlaganfall reißt Patienten wie Angehörige, wie der Name sagt, mit einem Schlag aus dem Leben. 16'000 Schlaganfälle gibt es jedes Jahr in der Schweiz. Kognitive Störungen gibt es rund in jedem 10. Fall. Die Organisation Fragile Suisse bietet darum in der ganzen Schweiz Unterstützung durch Betreuung, Beratung, Kurs bei Spracheinschränkungen und Vernetzung von Betroffenen. Zurück zu der Pascal Hadorn. Ihre Betreuerin zeigt ihr manchmal auch neue Wege, den Weg zum Tram, zu den vielen Arztterminen. Der 59-Jährigen kann es nämlich passieren, dass sie plötzlich die Orientierung verliert. Wenn das einem passiert und dann merkt man, hallo, jetzt ist tatsächlich, mein Hirn funktioniert jetzt gerade nicht. Das macht einfach, das ist mir vorher nie passiert, das macht jetzt einfach nicht das, was ich weiss, dass ich es kann oder konnte. Das ist ein rechter Schock.
Und das ist wie ein anderes, da fällt wie eine neue Realität an. Pascal Hadorn wagt sich heutzutage an Kunstprojekte, wo sie all die Verwandten, die ihr die Erbkrankheit vermacht haben, zu Collagen verarbeitet. Trotz oder wegen der Krankheit lebt sie heute glücklicher, bewusster, wie sie sagt. Das war es schon wieder bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Am 29. Oktober ist der weltweite Stroke Day, wo man Menschen zum Thema Schlaganfall möchte sensibilisieren. Falls Sie Interesse haben, mehr zu dem Thema zu erfahren, dann gehen Sie auf unsere Homepage. Für Interessierte aus der Region Zürich hat dort einen Link zu einer Gesundheitsmatinée. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, viel Gesundheit und eine schöne Woche und auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Zurzach Care.